Es ist nun endlich auch hierzulande die Zeit gekommen für ein wirklich spannendes und vielversprechendes Flugzeug. Ich glaube, ich habe das schon häufiger mal gesagt, dass ich das wirklich interessant finde, was Airbus zurzeit aus dem A321neo rausholt oder schon rausgeholt hat, aber auch in Zukunft noch rausholen wird. Und jetzt wird es gar nicht mehr lange dauern, dann finden wir den ersten A321neo hier bei der Lufthansa. Und auch der erste A321neo in der Long-Range-Variante ist mittlerweile beim ersten Kunden angekommen und immer mehr Fluggesellschaften kommen jetzt dazu, die interessante Pläne veröffentlichen, von interessanten Plänen berichten, die dieses Flugzeug ermöglichen sollen. Alle Infos dazu, die bekommt ihr jetzt hier und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Also fangen wir mal an mit dem in Anführungszeichen ganz normalen Neo und steigern uns dann immer weiter bis zu dem Flugzeug mit der jetzt erneut erhöhten Reichweite. Also bei Lufthansa dauert es gar nicht mehr lange, da wird noch in diesem Monat der erste A321neo den Betrieb aufnehmen. Und damit hat Lufthansa dann ihr zweites Modell aus der A320neo-Familie, neben dem eigentlichen A320neo natürlich. Die größte deutsche Airline war ja tatsächlich sogenannter Launching Customer für den A320neo, also Erstbetreiber des neuen Flugzeuges von Airbus. Das war im Januar 2016, da hat Lufthansa die November Alpha, den ersten A320neo, bekommen. Krass, dass das Flugzeug jetzt tatsächlich auch schon wieder etwas mehr als 3 Jahre alt ist. Dass man da jetzt Erstbetreiber des neuen Flugzeuges war, das hatte eine ganze Menge Vor-, aber auch einige Nachteile. Lufthansa konnte sich aber natürlich als erste Fluggesellschaft weltweit auf die Fahne schreiben, jetzt mit dem neuesten und sparsamsten A320-Modell durch die Gegend zu fliegen. Und das etwa 28 Jahre, nachdem der erste A320 ausgeliefert wurde. Und mittlerweile ist der A320neo nach einigen etwas größeren Anlaufschwierigkeiten mit den neuen Triebwerken des Fliegers, mittlerweile ist er ein ähnlich zuverlässiges Arbeitspferd in den Flotten großer Fluggesellschaften geworden, wie es auch schon sein Vorgänger war oder immer noch ist. Lufthansa selbst betreibt aktuell bereits 19 A320neo in ihrer Flotte. Damit macht der Neo etwa ein Fünftel der Lufthansa A320-Flotte aus. Das ist also schon eine ganze Menge und aufgrund der ganzen Probleme mit den neuen Triebwerken und den damit zusammenhängenden Verzögerungen bei den Auslieferungen, da organisierte sich die Lufthansa in den letzten Monaten nochmal eine Handvoll A320 mit den klassischen Triebwerken. Also beide Varianten werden ja noch parallel gebaut und ausgeliefert. Und auch wenn man bei der Lufthansa sicherlich auf lange Sicht auf den A320neo hinsteuern möchte, jetzt für den Moment brauchte man einfach schnell neue Flugzeuge. Und deswegen kann es gut sein, dass man in einem ganz normalen A320-200 bei der Lufthansa fliegt, der vielleicht sogar 2,5 Jahre jünger ist als ein A320neo bei der gleichen Airline. Oder aber, wenn man ganz viel Glück hat, dann sitzt man in einem ehemaligen Germanwings A320. Die hat die Lufthansa nämlich quasi reaktiviert, hat die Flugzeuge wieder auf Vordermann gebracht. Es gibt da so eine Handvoll A320, die teilweise noch im Jahr 1990 gebaut wurden. Also die gehen ganz strikt auf die 30 Jahre zu. Aber gut, die Flugzeuge fliegen, kann man aber wahrscheinlich eher als Notlösung betrachten. Das aber nur mal so als Info am Rande. Das Ziel für die Europaflotte der Lufthansa heißt aber natürlich Neo. Und da kommt jetzt in wenigen Tagen bereits ein neues, sehr vielversprechendes Exemplar hinzu. Und zwar der A321neo. Davon hat die Lufthansa 40 Stück bestellt. Die ersten 3 Exemplare davon lassen sich in teilweise mehr oder weniger fertigem Zustand bereits schon ab und zu mal in Hamburg-Finkenwerder blicken. Und die erste Maschine wird, wie eben angedeutet, bereits im April ausgeliefert. Die zweite wird dann im Mai folgen und Lufthansa hat auch bereits die ersten Strecken für das neue mit 215 Sitzplätzen ausgestattete Flugzeug bekannt gegeben. Mit diesen Flugzeugen wird man die eigene A321-Flotte modernisieren. Die Lufthansa fliegt mit etwas mehr als 60 Fliegern von diesem Typ aktuell durch die Gegend. Etwa 20 Maschinen sind aber noch als A321-100 unterwegs, kommen quasi aus der ersten Generation und die wurden teilweise 1994 gebaut und da macht sich ein A321 neben. Als Ersatz sicherlich gar nicht schlecht. Zuerst werden die neuen Maschinen dann ab Frankfurt auf Inlandsstrecken eingesetzt. Das hat man so auch bei der Einführung des A320neo gemacht. Der A321neo wird dann also erst einmal in Frankfurt zu Hause sein und wird von dort aus zweimal täglich nach Hamburg, zweimal täglich nach Berlin und einmal täglich nach München fliegen. Dann wisst ihr, wo ihr jetzt Fotos machen müsst. So wird der neue A321neo dann also noch in diesem Jahr in die Flotte der Lufthansa eingeführt. Bis zum Jahresende werden es 5 Maschinen des Typs insgesamt sein, die bei der Lufthansa fliegen werden. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, da wir ja jetzt mal immer wieder über Bestellungen der Lufthansa-Gruppe geredet haben, für die Lufthansa-Gruppe, nach aktueller Planung ist es wohl so, dass all diese 40 Maschinen vom Typ A321neo auch bei der Lufthansa selbst eingesetzt werden sollen. Man hat aber zusätzlich auch schon ein paar Flugzeuge beispielsweise für Swiss bestellt. Die werden auch den A321neo bekommen.
15 der neuen Flugzeuge bei der Lufthansa werden dann mit Pratt & Whitney Triebwerken geliefert. 25 Maschinen kommen mit den CFM Triebwerken. Warum genau man da jetzt unterschiedliche Triebwerkstypen kauft, das weiß ich leider nicht. Vielleicht hat das irgendwas mit Verfügbarkeiten zu tun oder man macht sich unabhängig von einem bestimmten Triebwerkshersteller, kann ich leider nicht ganz genau sagen. Diese Triebwerke, egal von welcher Variante, die sollen aber dafür sorgen, dass der A321neo im Schnitt pro Stunde im Reiseflug etwa 700 Liter weniger Kerosin verbraucht als der A321 mit den klassischen Triebwerken. Dazu kommt, das Flugzeug ist zwar etwas schwerer, ist aber auch deutlich stärker als der Vorgänger und erreicht dadurch beispielsweise auch die Reiseflughöhe ein paar Minuten früher, was ebenfalls zur Effizienzsteigerung beiträgt. Bis zu 20% effizienter, so wie Airbus das gerne mit dem neuen Flugzeug verspricht, das wird Lufthansa auf den innerdeutschen Strecken zumindest mit ihrem A321neo sicherlich nicht erreichen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein riesiger Schritt in Richtung Zukunft, denn die Europaflotte der Lufthansa, die Airbus-Flotte der Lufthansa ist sicherlich mit den Neos extrem gut aufgestellt. Eine sogenannte Cabin Flex Option, so wie sie Turkish Airlines beispielsweise auch an ihrem A321neo einsetzt, die gibt es tatsächlich auch bei der Lufthansa. Das heißt, aus den normalerweise 4 Türen pro Flugzeug Seite werden jetzt 3, 6 Ausgänge, also in Form von Türen. Dazu kommen 2 Overwing Exits pro Seite, insgesamt also 4. Das erhöht die maximale Sitzplatzanzahl in einem Lufthansa A321 damit auf 215. Das sind 15 zusätzliche Sitze im Vergleich zum alten A321. Erhöht aber auch die Minimum-Kabinenbesatzung, also die minimale Anzahl an Flugbegleitern bei 215 Passagieren. Das müssen dann mindestens 5 sein. Da reichen nicht mehr 4, wie es jetzt bei 200 Passagieren der Fall ist. Denn ein Flugbegleiter kann nur maximal für 50 Passagiere quasi zuständig sein. Bestellt wurden insgesamt auf der ganzen Welt bis zum aktuellen Zeitpunkt etwa 2300 A321neo. Das ist echt eine ganze Menge, da hat Airbus eine ganze Weile zu tun mit diesem Flugzeug und es ist eine wirklich erfolgreiche Variante aus der Neo-Familie. Etwa 140 Maschinen konnte man bis zum aktuellen Zeitpunkt an Kunden übergeben, womit wir jetzt auch bei der nächsten Variante wären, und zwar beim A321neo in der sogenannten Long-Range-Variante. Der A321LR also, auf den Airbus wahnsinnig stolz ist. Da hat man jetzt vor wenigen Tagen den ersten Flieger an einen Kunden übergeben. Tatsächlich ist das damit schon der 7. A321neo in der Flotte der Portugiesen. TAP Portugal ist der Erstbetreiber und die geben damit übrigens mittlerweile ein echt vielversprechendes Bild ab. Mittlerweile hat man 5 A330neo in der Flotte und 9 Flugzeuge aus der A320neo-Familie. Wie gesagt, 7 A321neo, 2 A320neo. Also da geht die Flottenmodernisierung wirklich schon mal voran. Und mit dem A321 Long Range hat man da wohl wirklich große Pläne und die hören sich auch wirklich sehr interessant an. Finde ich zumindest. Denn das Zusammenspiel zwischen A330neo und A321 Long Range, das soll wohl auf den Transatlantikverbindungen extrem gut funktionieren. Und das ist auch der Plan für die Zukunft. Ausgestattet ist der A321LR bei TAP Portugal nämlich mit 171 Sitzplätzen. Das sind knapp 70 Sitze weniger, als er haben könnte. Das liegt daran, dass das Flugzeug hier mit 16 Business-Class-Sitzen ausgestattet ist. Klar, auf Langstrecke sollte es eine Business-Class geben, aber das sind endlich mal, wie sich das für einen A321 Long Range auch gehört, sind das endlich mal richtige Business-Class-Sitze. Das heißt, hier an Bord eines A321 wird man das neue TAP Portugal Langstreckenprodukt finden. Das bedeutet, wir haben 5 Sitzreihen Business-Class und dabei haben wir 3 Sitzreihen in einer 2-2-Konfiguration und 2 Sitzreihen in einer sehr interessanten 1-1-Konfiguration, das heißt Business Class Einzelsitze und nur 2 pro Reihe. Das ist für innereuropäische Verbindungen, auf denen der A321LR bei TAP Portugal dann ja eventuell auch irgendwann mal eingesetzt wird, auf jeden Fall schon mal ein neues Level. Aber auch für Langstrecken ist das eine durchaus interessante Kombination, eine durchaus interessante Art und Weise zu fliegen. 48 Premium Economy Class Sitze gibt es dann dahinter im A321LR bei dieser Fluggesellschaft und dann nochmal 107 Economy Class Sitze, das heißt 171 Sitze insgesamt. Wie gesagt, eine wirklich langstreckentaugliche Bestuhlung für diesen A321. Zuerst wird man den neuen Flieger noch in diesem Monat jetzt ab Lissabon auf der Strecke nach Tel Aviv einsetzen. Da wird das Flugzeug dann zuerst unterwegs sein. Ziele wie New York, Washington oder auch im Norden Brasiliens, Ziele wie Fortaleza oder sowas, die sind aber scheinbar schon in Planung und werden dann mit dem A321LR bei TAP Portugal schon bald bedient werden. Und das wirklich Interessante an der ganzen Sache ist ja, dass man jetzt endlich mal, obwohl beide Flugzeuge extreme Kapazitätsunterschiede haben, dass man jetzt endlich mal A330 und A321 wirklich flexibel durchtauschen kann. Je nach Buchungslage,
je nachdem, wie man das gerade braucht, je nachdem, wie es gerade passt. Oder wenn mal ein A330 ausfällt aufgrund von technischen Problemen oder was auch immer, ist ja völlig egal, dann schickt man einfach zweimal irgendwelche A321 darüber, die man hat. Und man kann auf jeden Fall die Flugzeuge flexibel durchtauschen, kann die Kapazitäten dahin schicken, wo sie gerade gebraucht werden und muss dann eben keinem Business-Class-Passagier erklären, dass er jetzt auf seinen 180-Grad-Liegesitz verzichten muss, denn die findet man im A321LR bei TAP Portugal, nur weil jetzt aus irgendwelchen operationellen Gründen auf ein kleineres Flugzeug gewechselt wurde. Er wird einfach das Business-Class-Produkt, was er von der großen Langstreckenmaschine gewohnt ist, wird er auch im A321 finden. Und so soll das sein und nicht anders. Die Fluggesellschaft TAP Portugal macht damit seit langer Zeit eigentlich mal wieder richtig positiv auf sich aufmerksam. Und das immer und immer wieder. Denn es gibt eine ganze Menge neue Flugzeuge mit einem wirklich vielversprechenden Produkt, das Ganze zu akzeptablen Preisen. Und der A321LR, damit lässt sich ein wirklich guter Ansatz verfolgen. Das könnte durchaus gut funktionieren, kann ich mir zumindest vorstellen, aber da bin ich auch sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Das kann hier auf jeden Fall erst einmal gerne so weitergehen. Und warum sollte man dann beispielsweise nicht von irgendwelchen deutschen Städten aus über Lissabon mit TAP Portugal zum Beispiel nach New York fliegen? Und das auch gerne in der Business Class, wenn man eben ja auf einen Nonstop-Flug verzichten kann. Das ist doch gar keine schlechte Sache, wenn es dafür gute Angebote gibt, man ein gutes Produkt, wenn man sicher sein kann, dass man ein gutes Produkt bekommt, dann kann das meiner Meinung nach wirklich gut funktionieren. Jetzt gibt es den A321LR mit diesem vielversprechenden Produkt, ja, aber jetzt zumindest erstmal nur bei den Portugiesen, aber das wird sich natürlich in naher Zukunft ändern. Da kommen noch viele Fluggesellschaften hinzu und diese Fluggesellschaften haben teilweise wirklich auch ebenfalls sehr interessante Pläne. Und da kann man wirklich sagen, der A321LR scheint hier tatsächlich in Anführungszeichen etwas wirklich Neues zu ermöglichen. Jetzt gerade erst letzten Mittwoch beispielsweise hat JetBlue bekannt gegeben, dass sie mit ihrem A321LR auf jeden Fall Flüge über den Atlantik anbieten werden. Dort wird man, das dauert noch ein bisschen, aber dort wird man ab 2021 Flüge aus den USA heraus nach London bekommen. Und das mit einer ähnlich angenehmen Bestuhlung. Es wird nämlich dort auch 16 Business-Class-Sitze mit 180 Grad Liegefläche an Bord der A321LR bei JetBlue geben. Es wurde bei dieser Bekanntgabe quasi versprochen, dass man an Bord dieses JetBlue-Flugzeuges dann all das bekommen wird, was man von einer guten Langstrecke gewohnt ist. Also so hat man das gesagt, was man sich jetzt darunter vorstellen kann. Keine Ahnung, das muss jeder vielleicht erstmal für sich selber zusammendenken. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir das alles ausprobieren können. Aber die amerikanische Fluggesellschaft, die aktuell mit etwa 250 Flugzeugen in der Flotte hauptsächlich innerhalb der USA unterwegs ist, gab auf jeden Fall zu verstehen, dass der europäische Markt, in den sie bis jetzt ja noch gar keinen Fuß reingesetzt haben, dass der für sie sehr viel Potenzial bereithält und dass sie diesen auf jeden Fall ernst nehmen. Der A321neo in der Long-Range-Variante wird wohl Strecken und Preise ermöglichen, die man so bei anderen Fluggesellschaften mit anderen Flugzeugen nicht einfach so realisieren kann. Das sagte JetBlue, das haben sie uns quasi versprochen. Jetzt ja, muss man gespannt sein, wie sie das umsetzen können. Da wird aber noch einiges auf uns zukommen, auch bei anderen Fluggesellschaften. Und damit ist der A321LR, glaube ich, ziemlich sicher ein sehr spannendes und vielversprechendes Gerät, was viel Potenzial hat. Und das weiß auch Airbus, deswegen tüfteln die schon seit einiger Zeit an einer Variante des Flugzeuges mit nochmals verlängerter Reichweite, ohne dass man bei diesem Flieger zu viele Kompromisse eingehen muss. Und natürlich, sie tüfteln weiter, um weiter Marktanteile vor Boeing sichern zu können. Da könnte es noch eine ganze Menge sehr interessante Nonstop-Flüge geben von kleineren Städten aus Deutschland heraus zu kleineren Städten in den USA, wie auch immer. Da wird auf jeden Fall noch einiges dazukommen. Wie gesagt, wenn es ein langstreckentaugliches Produkt ist, warum denn auch nicht? Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ein großes Dankeschön geht heute noch raus an Severin, an Christoph und an Lorenz. Vielen lieben Dank an euch drei für eine tatkräftige und großzügige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Damit helft ihr mir und dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Schönes Wochenende euch und tschüss.